Zarte Schoko, knackige Nüsse, Top-Qualität. So soll Nussschokolade sein. Welche besteht unseren Laborcheck? Wir haben tatsächlich in allen untersuchten Produkten Rückstände von Mineralölen gefunden. Und welche kann man sich schmecken lassen? Das ist halt so eine pappensüße Massenware. In unserer Stichprobe. 8 Schokoladen mit ganzen Nüssen. Und zwar günstige Eigenmarken von Rewe, Kaufland und Aldi für nur 75 Cent pro 100 Gramm Tafel. Dann Milka-Schokolade, Rittersport und die etwas teurere Lindt. Außerdem 2 Bio-Produkte von Alnatura und Rewe Bio. Im Labor lassen wir untersuchen, ob die Schokoladen mit schädlichen Mineralölen verunreinigt sind. Die Verbraucher sind davor kaum geschützt, denn es gibt noch immer keine Grenzwerte. Die zuständige Behörde erklärt: Grundsätzlich sind solche Kontaminationen von Lebensmitteln unerwünscht. Aus Sicht des BfR sollten daher die Übergänge von Mineralöl auf Lebensmittel minimiert werden. Wie erfolgreich die Schokohersteller das schaffen, wird unsere Stichprobe zeigen. Weit appetitlicher geht es hierzu. Wir sind in der Pralinenmanufaktur von Konditormeisterin Eva Oelze in Kürten. Mit dabei die gelernte Köchin und Foodjournalistin Julia Floss. Leckereien kreieren, erschmecken und bewerten. Das ist ihr Beruf. Heute verkosten die beiden unsere 8 Nussschokoladen. Die Logos kratzen wir vorher ab. Bewertungsbögen liegen bereit. Apfelstücke, Wasser und Brot gibt es zum Neutralisieren. Und los geht's! Der Geschmack entfaltet sich am besten durch abwechselndes Lutschen und Kauen. Ach nein. Das ist ein Loriot-Zitat übrigens. Na, da haben unsere Testerinnen viel zu lutschen und zu kauen. Eine Schoko nach der anderen wird begutachtet. Begeisterung sieht anders aus. Pappensüße Massenware. Also da sind kleingemahlene Nüsse mit drin. Die hat überhaupt keine Schokoladenstruktur. Das ist irgendwie ganz komisch. Die riecht danach irgendwas, so ein bisschen was Seifiges. Also die hat auf jeden Fall das ist nicht so ein Schokoladenaroma. Mhm. Ne? Ja. Luft. Hier stimmt schon der erste Eindruck nicht. Künstlich. Wahnsinnig süß. Also ich glaube, das ist die süßeste, die wir im Test haben. Kann das sein? Stimmt tatsächlich. Das wird sich später bei der Testauflösung zeigen. Auffällig ist bei der Milka-Schokolade, dass hier der Kakaomasseanteil, der liegt bei 30%. Das ist der niedrigste Wert von allen Tafeln. Das bedeutet, dass der Zuckeranteil bei dieser Schokolade außergewöhnlich hoch ist. Weit weniger Zucker enthält die Bio-Schoko von Alnatura. Die Meinungen gehen hier auseinander. Boah, die 4 finde ich von der Schokolade her relativ sauer. Das ist jetzt die erste Schokolade, die ich habe, wo so Karamellnoten drin sind. Ich find's okay. Das zweite Bioprodukt im Test, okay, Nummer 7, sorgt für Irritationen. Die Nuss schmeckt ranzig. Damit stimmt halt wirklich irgendwas nicht. Ups, Fehler im Geschmack. Das könnte von ranzigen Nüssen kommen. Im Labor suchen wir nach entsprechenden Hinweisen. Wobei das gar nicht so einfach ist. Es gibt nicht wirklich Grenz- oder Richtwerte, es gibt Erfahrungswerte. Man kann da frische, unbehandelte Nüsse untersuchen und macht da einen Mittelwert draus. Und alles, was drüber ist, kann man sagen, da fängt die Ranzigkeit an. Die Nüsse der Rewe Bio-Schokolade sind in Ordnung. Vielmehr landen diese Produkte beim Frische-Check auf den hinteren Plätzen. Bei keinem der untersuchten Produkte kann man wirklich von Ranzigkeit sprechen. Wir sind aber teilweise so nah an den Schwellenwerten dran, dass einige Menschen da schon Ranzigkeit rausschmecken können. Alle Schokoladen mit guter Nussqualität können auch geschmacklich punkten. Konsistenz finde ich angenehm. Sie könnte ein bisschen weicher sein. Also war es ein bisschen schmelziger. Aber das ist Nummer 5. Nummer 5 sieht appetitlich Nummer aus. Nummer 5. Glänzt. Dunkle Schokolade, glänzend, schön viele Nüsse. Weil sie halt so gut aussieht, könnte die Konsistenz könnte ein bisschen mehr Schmelz sein. Aber ich finde, es ist eine solide 2. Nummer 8. Nummer 8 sagt vielen Nüssen aus. Es ist sehr weich. Nougat-süß. Aber tatsächlich, ich finde es lecker. Wer es mag, weißt du? Und welche schmeckt nun am besten? Meine Favoriten waren die Nummer 5 und die Nummer 8.
Bei der Nummer 8 steht ein Nougat-Geschmack im Vordergrund. Man hat bei jedem Bissen Nüsse im Mund. Und ich mag es, dass die auch so unterschiedlich sind. Ich mochte aber auch die Nummer 2 sehr gerne. Man schmeckte einfach, dass die eine hohe Qualität hatte. Und ich mochte den Schokoladengeschmack von der Nummer 2 sehr gerne. Bleibt die Frage, ob Eva und Julia Mineralöle mitgegessen haben. Die können über viele Wege in die Schokolade gelangen. Zum Beispiel, wenn Kakaobohnen in geölten Jutesäcken gelagert werden. Auch Maschinenöle und Kartonverpackungen sind mögliche Quellen. Das Ergebnis unserer Laboruntersuchung ist durchwachsen. Zwar enthält keines unserer Produkte Mineralöle, die als krebserregend gelten. Dafür aber solche, die sich im Körper anreichern und Organe schädigen können. Wir haben tatsächlich in allen untersuchten Produkten Rückstände von Mineralölen gefunden, teilweise sehr unterschiedlich hoch. Und die höchsten Werte leider ausgerechnet in der Bio-Schokolade von Alnatura. Das ist ein bisschen schade, weil man vielleicht in Bio-Ware was anderes erwartet. Auf Anfrage schreibt uns Alnatura: Gemeinsam mit unserem Herstellerpartner verfolgen wir dieses Thema sehr genau, um solche unerwünschten Stoffe, wo immer es möglich ist, noch weiter zu reduzieren. Noch haben die Hersteller Zeit, die Mineralölbelastung in den Griff zu bekommen. Einige haben das bereits ganz gut geschafft. Zum Beispiel diese drei Produkte. Hier haben wir kaum Mineralöle gefunden. Dafür frische Nüsse und einen guten Geschmack. Gewinner unserer Stichprobe: die günstige Nussknacker von Aldi, Rittersport Vollnuss und die Nussschoko von Lindt.